Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. Wir haben in der letzten Folge ja das Dorf ein bisschen gelootet und haben hier so diese schönen Dark Boots gefunden. Und ich würde sagen, die haben wir jetzt hier mal. Kann ich die hier reinhauen? Ne, wo muss ich den nicht hin? Ich will diese Dark Boots aufladen, bis dafür brauche ich wahrscheinlich eine Loading Station oder sowas, oder? Weil irgendwo muss ich die ja wahrscheinlich reinpacken, wo ich. Aber die Batterie hat hier kein so ein Fach, wo ich sagen kann, hier, nimm mal. Von Ender.io. Dann wird Ender.io ja wahrscheinlich auch was haben. Aber. Oh, scheiße, wir haben ja voll viel Essen. Wie moin, aber wir haben Brot, bitte. Wir könnten Sandwiches machen. So, warte mal. Da müssen wir uns ganz kurz drum kümmern. Wir haben goldene Äpfel. Holy shit. Nur noch mehr Diamanten. Wie viele Diamanten haben wir jetzt eigentlich schon? Ja, 42 Stück. Bisschen Redstone. Alter, Hage noch 99. Was haben wir denn eigentlich da alles drin? Ach, guck mal, da kann ich ein bisschen Bali noch reinschmeißen, wenn das eh schon da drin ist. Wir haben Honigbrot. Oh, wie lecker. Okay, das Glowing Bread ist hier mal mega. Dann tun wir hier Brot hin. Das hier hin, das hier. Das Kürbisbrot tun wir auch mal hier rein. Haben wir das jetzt mal fürs Essen? Das ist fest. Viel zu viel zum Fressen haben wir hier. So, habe ich da eigentlich auch schon Slimes rein? Ich weiß es nicht. Und was geht draußen vor meiner Haustür ab? Omelette, das brauchen wir jetzt gerade auch nicht unbedingt. Blappus und ein bisschen Eisern und ein bisschen Nether Quartz. Ah, stimmt. Nehmt ihr. Ach Gott, wir haben ja auch noch Namensschilder. Namensschilder und tonnenweise von dem Zeug. Das brauchen wir gleich. Und was kann man mit diesem Resonating-Zeugs eigentlich machen? Ah, muss man mal rausfinden. Jetzt geht es erstmal darum, Lava zu besorgen, damit wir unseren Generator. Oh, scheiße. Warte mal. Dafür brauche ich wieder meinen Wrench. Und wo habe ich meinen fucking Wrench hin? Wie geil war das denn? Ich bin gerade auf der Leiter stehen geblieben. Nein, ich will. Ah, fuck. Falsche. Falsche Taste mal wieder gedrückt. Hups. Vielleicht können wir die mal upgraden. Und dann war ich schon in den Nether runter zur Lava und klack, 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 klack. Am liebsten wäre es mir ja eh mit einer Ender-Pump-Version aus dem Nether mit Pumpen. Dass wir unten vielleicht mit einem Lava-Generator dann auch Pumpen aufsetzen. Das war knapp. Leco Mio. Da hat das Laufen nicht so ganz funktioniert und ich vergesse jedes Mal, dass es ja auch so geht. Wir haben fast das ganze Also hier war mal ein Lavasee. Bezogen auf war, weil jetzt ist es nur noch ein Tümpel an Lava. Das bedeutet aber wiederum auch. Dass wir bald neue Lava-Punkte finden müssen, wo wir unsere Lava herbeziehen können. Ja, das ist jetzt blöd. Aber wir haben ja zum Glück aktuell schon den Nether. Das bedeutet, das Lava-Problem kann gar nicht so schlimm sein. Ach, guck mal, wir haben noch eine Schicht an Lava. Würde einmal auffüllen, geht bestimmt noch. Alter, ich muss echt aufpassen, wie ich laufe, ne? Das ist ja grausam. Shift, so. Einmal ein voller Tank. Warte mal, wir nehmen das Eisen auch gleich mit. Dann können wir das nicht auch gleich wieder verarbeiten lassen. Weil so frei rumliegen, braucht man ja nicht. Es ist viel besser aufgehoben, wenn es. Ach, ich hasse diesen. Ich baue ihn mal demnächst eine Brücke drüber, ganz ehrlich. Hätte ich wahrscheinlich schon vor 3 Jahren machen müssen, aber hey. Ist ja nicht so, als ob ich auch schon seit Ewigkeiten. Oh, warte mal. Seit Ewigkeiten eigentlich eine, wie sagt man so schön, das Haus erweitern will, um es sicherer und lebenswerter zu machen. Aber hey! Da war wahrscheinlich auch wieder der Coronavirus unterwegs. Jetzt tun wir ein bisschen nachplänen. Nicht zweistufig, mein Gott. Einfach damit wir ein bisschen Sugar Canes immer auf Lager haben, ne?
Zack, 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 zack. Hui. Sugarcanes hatten wir. Sugarcanes, wo haben wir die denn hin? Haben wir überhaupt Sugarcanes? Oder habe ich die schon wieder alle irgendwann mal verbraucht für irgendeine Scheiße, auf die ich gerade gekommen bin? Scheint so. Bedeutet, du kommst mal hier rein. Meine Nase. So. Das ist dieses. Ah, apropos, was sind da? Oh, Bienenlarve. Bienenkönigin, die neue. Und da sind Honigwaben drin. Da sind Bienen. Nein, jetzt habe ich. Oh nein! Was kann man mit den Larven anfangen? Wäre mal interessant, sind die zu. Was kann ich mit Honigwaben anfangen? Schau mal. Honig. Honigwabenblock. Genau. Honig. Indem ich in einer zentrifugalen Separator. Ach du Scheiße. Und einen zentrifugalen Separator. Zentrifugalen Separator, das Teil hier also. Warum muss ich was von denen benutzen? Also normalerweise funktioniert ja ein Mod großteils auch alleine. Aber warum brauche ich denn dafür jetzt einen zentrifugalen Separator? Factory Size Split, okay, ja. Industrial Garden, schauen wir mal, ob da irgendwas von denen selber auch kommt. Atomie. Werkbank. Warum kriegt man da die Anleitung, wie man sowas baut? Magnetische. Was ist denn zur Hölle eine magnetische Werkbank? Simple Craft. Was? Okay. Mein Team. Ich hab kein Team. I'm so lonely. So, okay, das ist eine Honigwabe. Ja, davon habe ich welche. Das Honig waren Blöcke und die kann ich so herstellen, okay. Das ist ein komisches Zeug, ganz ehrlich. Heben wir mal auf. Ich weiß noch nicht, was ich mit den Larven anfangen kann. Gibt es denn von Pam's Harvestcraft... Add, wo ist denn dieses blöde Add wieder da? Add, Pams. Aber meine Nase juckt die ganze Zeit. Sind das noch Pferdehaare, die bei mir rumfliegen, oder was? Und mein Handy sagt, hallo, ich liebe auch. Was kann man mit Bienenlarven machen? So, warte mal, hier sind Blöcke. Ich habe ja den hier gemacht, das Bienenhaus. Was ich nicht so ganz kapiere. Honigblock, Honigwabe, gepresster Wachsblock, Bienenwachsblock. Da haben wir eine Mühle, ein Wasserfilter, eine Wasserfalle, eine Bodenfalle, einen Brunnen. Oh, maybe not very useful. Versandbehälter. Was zur Hölle kann ich mit einem Versandbehälter machen? Habe ich noch ein... Ja, eine. Das interessiert mich jetzt. Warte mal, habe ich noch Holz? Ja, habe ich. Also noch 1, 2, 3, 4. Dann noch ein paar von euch. Und so. Ein Versand... Warte mal, wir sollten vielleicht mal den Strom in Auftrag geben. Voll gut, dann gehen wir mal in den Grinder. Hast du mein Grinder? Nee, du hast Alloy Smelter. Powered Furnace. Da ist der Pulverisierer. Lass mal dich rein. So, ich mag mal wissen, was dieser Versandbehälter macht. Den stelle ich jetzt mal hier hin. Ein Smaragd.
Kriege ich dafür einen Smaragd oder... Ach, ne? Haben wir 32 Baumwolle. Sollte ich doch relativ schnell eigentlich zusammenkriegen. Warte, muss ich nur unten einmal meine Farm abbauen. Abbauen. Vielleicht sollte ich die doch auch mal vergrößern, wenn ich damit Geld machen will. Warum juckt meine Nase so? Wie schaffe ich denn aktuell noch auf den Baum? Alter, ich kann heute echt nicht reden. An Baumwolle. Noch fast gar nichts. Scheiße. Aber kann ich da mir sozusagen mit... Habe ich das jetzt vom System richtig verstanden? Damit... Da zahle ich immer eins, um so ein Seed zu erhalten. Und damit kann ich die Produktion, oder das, was ich produziere, was zur Hölle das auch teilweise ist, dann... Oh, ich habe das Gefühl, gleich kommt bei mir der Staubsauger in Gang. Eieiei, nee. Nicht jetzt. Noch mitten beim Aufnehmen. Habe ich irgendwas 32 Mal? Und der Staubsauger wurde aktiviert. Bravissimo. Nee, ich habe nichts 32 Mal. Oh. Gut zu wissen. Aber wir laufen trotzdem nicht low on fuel. Dings zurück. Was ist das? Eine Presse. Achso, das ist eine Presse. Bedeutet. Die macht es einfach so dahin, oder was? Jetzt Bienenwabenleere. Oder soll ich die Bienenwaben immer drin lassen? Und die befüllen sich dann mit Honig. Und der Rest sind die Larven. Sind die eigentlich noch aktiv? Steht da, die haben sogar noch... Ach, guck mal. Man muss ja... Müsste ja eigentlich schauen. Ender... Ender, ja, müsste ja dann auch rein theoretisch so eine Charging Station haben, oder? Ich verschreibe mich sowas von sicher. Wireless Charging Antenna. Chain and Charge. Ich kann heute nicht reden. Aber das ist. Wireless Charger. Wire Charger. In Klammer Decoration Potlock. Alter, warum ist denn eine Charging. Simple Wire Charger. So. Electrical. Bitte was? Ja, also wie wird denn der hergestellt aus einer Stahlmischung und Silizium? Heiter Butter. Wie mache ich jetzt die Stahlmixtur? Die Stahlmixtur stelle ich her, indem ich einen Block brauche. So. Und Stahl wurde produziert. Stahl und Sand, sehr super, genau. Stahlbahn und Tom of Acker used it. It's charged to duplicate items. Alter, what the fuck, das will ich haben. Da, ich brauche Coal Dust oder Koks. Wie mache ich mir denn jetzt Koks? Coal Dust und Eisenbarren. Ja, dann ist ja Stahl gar nicht mal so. Guck mal, das ist eine Larve, cool. Dann ist ja Koks. Ich muss. Ich habe ja fast gar keine Kohle. Wo ist meine ganze Kohle hin? Ich muss Koks herstellen, hallo! Ich will keinen Koks herstellen. Auf Koks habe ich mal gerade gar keinen Bock. Warte mal, so, ich brauche Elektrik, ja, bla bla. Eisenbahn, Coal Dust und... Ah, dann kann ich sozusagen auch gleich auf Einschlag machen. Hier nochmal Silizium, Silizium war auf Nether. Ah, okay, klar. Ich brenne mal kurz mein Coal Dust. Ich habe jetzt gerade keine Lust, mir unbedingt Simple Alloy Smelter, Powered Furnace. Dann tun wir das immer in den Alloy Smelter. Eigentlich war was anderes da, ne? Das ging schnell. Bedeutet, wir brauchen noch zwei Quarz, dann wir brennen müssen. Oh Gott! Und das für ein Simple von diesen Teilen. Das geht, ich glaube, ich habe von diesen Grains Infinity, habe ich noch was, oder? Grains Infinity, da haben wir noch eins. Grains Infinity und den Rest kann man sich ganz easy schnell machen. Dann nehme ich einfach mal 64er Stack. Zack. Und... What the fuck, was gibt's denn da alles?
Da haben wir schon mal den simplen Maschinenblock. Das hat die nichts verändert. Oh, wir hatten sogar noch was. Ups. Ein Inventory Charger. Was zum Fick? Cobblestone ist easy. Jetzt brauchen wir nur noch diesen Electrical Steel. Und dafür brauchen wir 4 Silizium und 4 Kohle. Oh, ich brauche 4 mal noch Kohle. Ich brauche noch Kohle. Ich denke doch nie über Kohle nach. Mein Gott. Wahrscheinlich ist mittlerweile Kohle eh schon hier in der Umgebung rarer als alles andere. Brauch mal kurz eine Kohle. Oder habt ihr Koks für mich? Nehmen wir kurz das letzte Quartz mit. Das kann man ja auch wieder mal gebrauchen. Ah, Kohle. Hi, morgen. Problem gelöst. Ich glaube, ich sage zu den Nachbarn unten auch nochmal morgen. Ich brauche die Kohle, die unten liegt. Auf Koks hatte ich jetzt nicht unbedingt gerade so die Lust. Morgen! Und dann wieder nach oben. Ah ja. Wie kam ich hier nochmal raus? Hier. Oder? In die Höhle. Und dann wieder nach oben. Diesen Turm muss ich auch irgendwo. Also eigentlich müssten wir uns mal in die Kunst des Schmelzen von Rohstoffen begeben, damit wir tolle neue Schwerter machen können, um diese dann dementsprechend auch herzustellen. Ich brauche noch 4. Wo ist denn das? Neverrack. Da haben wir noch einen Staub direkt. Ich brauche nur noch das Originalprodukt. Wo ist denn dieses Drecks Originalprodukt? Da ist es. Auch noch 3. Rein theoretisch kann ich dann, wenn ich kriege den 4 Eisen. So. Dann machen wir das jetzt nicht noch schnell, weil ich würde gerne sehen, dass wir das laden können. Ich muss jetzt noch 1, 2, 3, 3 pulverisieren. Nur noch die 2. So. Man weiß ja nie, was als nächstes passiert. Dann kommt der rein. Ist das Eisen schon durch? Ah ja. Bisschen Eisen haben wir noch auf Lager. So. Jetzt überziehe ich ein bisschen die Folge wieder. Ist ja auch wurscht. Was sind das? Storm Magazines. Okay. Und jetzt brennen wir euch. Der Vorteil ist ja, wir haben ja diese XXL-Schmelze hier. Rein theoretisch, wenn ich Eisen und Kohle rein tue. So, mal ganz blöde Frage, wo ist meine restliche Kohle hin? Ich hau schon mal den restlichen Kohlehaufen rein. Ich glaube, ich habe gerade einen bösen Fehler begangen. Das ist nicht gut. Er macht jetzt irgendwas mit dem Eisen. Das würde bedeuten, dass mir noch 2 Kohle fehlen. Ach nee. Ein Stahlbahn, als ob das nur aus... Schwefel kriege ich auch raus, ja super. Ich kann dich... Ich nehme jetzt mal den restlichen Kohldust. Dann funktioniert's. Du darfst bloß nicht die restliche Kohle mit denen rein tun. Das können wir eigentlich mit dem Schwefel anfangen. Sprengstoff? Komm schon! Mach hin! Na, 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 na. Was sind das? Fusion Charge. Ein Fusions. Ein Laboratory Charge Pad. Static Charge Pad. What the. Das ist halt interessant. Bloß da brauche ich einen Numinous Enderman Drop. Skelett Schädel. Slime Drop. Charged Creeper. Charged Creeper. Blaze Magma Cube Drop. Ich glaube, davon hatte ich schon was. Ich muss die ganzen Sachen sammeln und dann kann ich mir das überherstellen. Das ist natürlich eine geile Sache. Weil das bedeutet, du kannst dir jedes Item, was du gerade brauchst, duplizieren.
Was es natürlich mega interessant macht, du könntest das ultimative Essen immer duplizieren oder eine Waffe. Und das, weil es Strom. Festplatten duplizieren! Das ist voll das Cheat-Item eigentlich, wenn du es so betrachtest. Das ist das ultimative Cheat-Item. Und warum müssen die da hinten gerade so laut sein? Ich höre sich an, als ob die gerade durch die Wand durchhämmern. Ich will. Mann! Komm, gib mir das eine. Gib es mir. Ich muss dich mit dem noch verbinden. Hallo. Hä? Sag nicht. Sag nicht, dass ihr dann hier rein müsst. Hä? Dieser Stahlbahn will nicht mit dem hier zusammen. Okay, Leute, dann machen wir das doch nächste Folge, weil jetzt wird es doch schon in Überlänge lang. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao!